Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Dominion Box von Hammerfall. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dominion von Hammerfall, das Ganze am 16. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Eine flache, quadratische Box ist es geworden, also eine eher kompakte Box. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, einmal hier einschneiden und dann geht's auch schon los. So, also, wir haben hier oben einmal den Schriftzug Hammerfall. Dann lesen wir hier Dominion und dann haben wir hier eine gezeichnete Gestalt. Erinnert mich, um ehrlich zu sein, stark an World of Warcraft. Also auch wenn ich nie so wirklich intensiv World of Warcraft gespielt habe, aber das könnte auf jeden Fall irgendwie so ein Held der Untoten oder auf jeden Fall irgendeiner Rasse sein, der Horde. So sieht das aus mit den Blitzen. Mit dem, ja, was ist das Gelbe hier, so Feuer oder so ein Schein. Sieht auf jeden Fall echt mächtig aus, das Teil. Dominion kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie Herrschaft oder Herrschaftsgebiet. So sieht das von den Seiten aus. Dominion lesen wir links und rechts, nein, nur rechts. Links lesen wir Hammerfall. Und ansonsten zieht sich hier diese Optik durch. Auf der Rückseite ist das Ganze in Schwarz gehalten. Hier unten rechts haben wir den Barcode. Und hier lesen wir noch, dass das Ganze erschienen ist über Napalm Records und es ist eine Strictly Limited Edition. Warum steht das da? Diese Box war auf insgesamt 1000 Stück limitiert. Jawohl. Und ich stelle euch heute eine davon vor. So sieht das Ganze von innen aus. Der Deckel auch in Schwarz. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal sorgfältig verpackt in Luftpolsterfolie. Einmal das Album auf Tape, also auf Kassette. Nicht schlecht. Dann haben wir hier einen Sticker quadratisch. Ebenfalls quadratisch einen Aufnäher, einen Patch. Nochmals Luftpolsterfolie, die hier das Album einpackt. Sehr schön. Und dann haben wir noch eine Vinyl, dann einen, was ist das, eine Kartonkarte, quadratisch, und dann haben wir hier Autogrammkarten. 1, 2, 3, 4, 5, also für jedes der Bandmitglieder eine. So sieht das von unten aus. Auch in Schwarz. Wir machen das Ganze mal wieder zusammen. Und dann starten wir mit dem Album. Nachdem das Album hier noch eingeschweißt ist auf der CD und auf der Vinyl, werden wir hier auch noch die Folie abmachen. Und dann kann es losgehen. So, einmal hier die Folie. Wo machen wir das am besten? Ja, einfach hier. Bietet sich immer gut an. Und hier einfach mal vorne. Nicht so tief rein, denn wir wollen ja die Vinyl nicht auch noch gleich mit aufschneiden. Sehr schön. So. Dann starten wir wie immer mit dem Album an sich, in diesem Fall mit dem Album auf CD. Hier kriegen wir jetzt mal das gesamte Bild zu sehen. Also wir haben hier dieses Wesen, diesen Typen da, der scheinbar auf einem Tier, ja, was ist das? Na, ich dachte erst, dass er eventuell auf diesem Tier reitet, aber nein, es sieht so aus, als würde er hier aus dieser Glut, aus dieser geschmolzenen Magma hier emporsteigen und hinter ihm ist so ein Felsen. Ich dachte erst, das wäre so ein Reittier. Einen fetten Hammer und jede Menge Stacheln obendrauf. Und wir haben hinten aus seinen mächtigen Schultern auch noch Flügel.
Also, dem möchte man nicht begegnen, zumindest möchte man sich nicht mit dem verscherzen. Hier lesen wir wieder Hammerfall und Dominion. Es ist das 11. Album der Band. Das Ganze kommt hier in einem Digipack. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 12 Stück an der Zahl. So sieht das hier aus. Also es sieht echt aus wie so Unterwelt. Ziemlich böse hier. Rechts unten gibt es wieder den Barcode und die Beteiligten. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. Hier haben wir einmal das H von Hammerfall. Und dann kommen wir zum Booklet. Jawohl, so stelle ich mir ein Booklet vor. Wir sehen hier das Artwork des Covers fortgesetzt. Aber wir haben hier auch die Lyrics. Also wirklich Wort für Wort jeder Track hier abgetippt. Und nicht nur das, wir haben hier dann auch nochmal die Bandmitglieder. Also wir haben hier unter anderem Oscar, der hier Gitarre spielt in der Band. Dann haben wir Joachim, der für die Vocals zuständig ist. Frederik, der den Bass spielt. Weitere Lyrics hier immer. Dann einmal alle fünf Herrschaften auf einmal. Jawohl, weitere Lyrics. Dann haben wir ein weiteres Bandmitglied, in diesem Fall Pontus, der auch Gitarre spielt. Und als letzten haben wir dann noch David und er spielt Schlagzeug. So, dann haben wir hier noch eine umfangreiche Auflistung, also eine Danksagung. Und zuletzt wird es dann, jawohl, die Credits geben. Also, hier die Credits zum Album. Jawohl. Und das sind so die Marken, die sie selbst verwenden, beziehungsweise die sie unterstützen. Sehr schön. Also, das Booklet hat auf jeden Fall alles, was man braucht. Dann kommen wir zu der CD. Die sieht so aus. Auch hier wieder dieses mächtige Wesen. Und auf der Rückseite kommt dann auch nochmal hier das Panoramabild zum Vorschein hier, samt den Flügeln. So sieht das aus. Also, es ist so ein Fantasy-Artwork, aber ich muss ehrlich sagen, das trifft voll meinen Geschmack. Gefällt mir richtig gut. Wir haben aber nicht nur das Album auf CD, sondern wir haben hier auch noch eine Vinyl, also eine 7-Inch-Vinyl. Und wir haben hier zwei Tracks, und zwar einmal den Track Dominion und einmal One Against the World. Und die sind hier auch drauf. Also wir haben hier einmal Nummer 2 und Nummer 4 der Tracklist auf dieser 7-Inch-Vinyl noch drauf. Wie gesagt, so sieht das hinten aus. Hier haben wir keinen speziellen Barcode, klar, weil diese Vinyl gab es wirklich nur in dieser Box. Bedeutet, die kann man anders nicht erwerben. Die kommt in einer weißen Papierhülle und die Vinyl ist dann türkis. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also rein vom Artwork her hätte ich mir die vielleicht ja in so einem Orange, Gelb, Rot, vielleicht noch in so einer Blitzoptik vorstellen können. Aber mit Türkis hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. A-Seite, B-Seite. Hier lesen wir auch das Lied, welches drauf ist. Also Dominion und One Against the World. So, dann packen wir das Ganze mal wieder zurück in die Hülle. Schauen wir noch kurz, aber nein, hier ist nichts weiter drin. Hätte mich auch sehr gewundert. Und kommen zu den weiteren Inhalten. Finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass man hier wirklich fast alle Medien bedient hat. Also man hat hier das Album auf CD, dann noch diese 7-Inch-Vinyl und jetzt haben wir das Ganze auch noch auf Kassette. Also das ist, glaube ich, gerade im Bereich Rock und Metal sehr selten, dass man das hier auf Kassette macht. Wir haben hier das komplette Album auf zwei Seiten, 6 plus 6 Tracks, also 12 Stück. Hier haben wir spannenderweise wieder einen Barcode, also eventuell, ich will es nicht versprechen, aber gut möglich, dass es das auch so regulär im Laden gibt, in der Kassettenvariante. Die A-Seite und die B-Seite hier so in Schwarz-Gold designt. Und wir haben dann auch hier wieder ein Booklet und tatsächlich, auch hier hat man es sich nicht nehmen lassen, die Lyrics draufzupacken. Respekt, auch wenn das Ganze hier verdammt schwer zu lesen ist. Ihr seht, die Schrift ist sehr, sehr klein. Aber man kann es durchaus entziffern
Und man hat hier, was manche nicht mal auf die CD bekommen, also auf das reguläre Album, nämlich ein vernünftiges Booklet, hat man hier gleich zweifach. Also, dass die Kassette so ein Booklet hat, das ist echt starke Arbeit. So, ein Sticker ist dabei. So sieht er aus. Hammerfall Dominion. Wir haben hier so drei Kronen. Das Ganze ist quadratisch. Ein Patch ist mit dabei. Der ist ebenfalls quadratisch. Hier wieder mit dem Cover. Also, das sieht echt heftig aus. Kann man sich dann entsprechend aufbügeln, aufnähen, wie man möchte. Das Ganze gibt es dann auch nochmal hier quadratisch, so einen, ja, mehr oder weniger Kunstdruck. Hammerfall, Dominion, das Cover nochmals etwas größer. So sieht das aus. Und zum Abschluss haben wir dann auch noch diese Karten hier. Also 1, 2, 3, 4, 5. Wirklich jedes der Bandmitglieder hier mit drauf. Einer posiert hier mit seiner, ja, Gitarre, mit seiner Hammergitarre. Und zwar Oscar, alle anderen ohne Instrumente am Start. Die sind aber nicht unterschrieben. Wir haben hier auf der Rückseite dann das H, also dieses Logo. Aber keine Unterschrift oder sowas. Und die sind vom Design eher matt gehalten. Also normal, die Autogrammkarten sind ja dann meistens Hochglanz oder so. Aber die sind eher so in einer festeren Papieroptik, so einer leichten Kartonoptik und dementsprechend matt. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Karten hier, diese fünf Karten der jeweiligen Bandmitglieder. Dann dieser quadratische Aufdruck hier des Covers. Ebenso quadratisch wie hier dieser Patch. Auch hier das Cover drauf. Dann haben wir den Sticker, quadratisch. Das Album auf Kassette, die kompletten 12 Tracks hier mit drauf. Die 7-Inch Vinyl mit den beiden Tracks Dominion und One Against the World. Und natürlich das Album an sich, das Album auf CD, wieder mit den 12 Tracks im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Einziges Detail, was ich noch anmerken möchte, nachdem man die ja auf 1000 Stück limitiert hat, hätte es mich dann doch irgendwie gefreut, wenn man das irgendwie durchnummeriert hätte oder ja, Seriennummer irgendwie nachvollziehbar gemacht hätte. Aber ja, hätte ich jetzt keine entdeckt. Eventuell. Nein. Also, falls ich mich da irre, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben und mir sagen, wo ich die finde. Gut, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hammerfall unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.